Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Dark ist es hier auf jeden Fall. Wir schauen mal erst ins Journal. Und zwar 2 Tage. Oder wir befinden uns im 2. Tag. Wir haben 1 Tag überlebt. Okay, es ist noch recht früh. Das bedeutet, wir können ruhig noch ein bisschen warten. Wir könnten sogar noch schlafen. Okay, dann machen wir das auch. I'm gonna need to eat soon. Ja, wir sind aus dem Stumpflusstal nach Milton gekommen. Ich kann hier nochmal einen Blick werfen, aber ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu holen. So, man kann die Fackel... glaube ich, in die Hand nehmen. Ui. Okay, das ist mir zu neblig. Ich habe 3x Stein. Ja, das bringt nicht viel. Ich könnte alles essen. Warte ich lieber noch ein bisschen ab. Sagen wir mal 3 Stunden. Wobei wir können jetzt schon mal gucken. Wie es draußen aussieht. So. Noch nicht so viel besser. Es sieht so aus, als würde es aufklaren. Das dauert noch einen Moment, okay. Können wir denn zeichnen? Dann wärme ich mich nur kurz auf. Und dann geht's weiter. Ja, okay. So, der nächste Halt ist... tja, gehe ich zum Haus der Mutter oder gehe ich zum Bauernhaus? Ich denke, ich gehe zum Bauernhaus. So, wir sind hier in der Nähe der Kirche. Hier muss man auf jeden Fall aufpassen. Denn hier treiben sich manchmal Wölfe rum. Wir sammeln ein paar Rohrkolben. Ja, da hört man sie. Und dann geht's hier weiter.
Ja, ich werde mich hier nicht zu lange aufhalten. Die nehme ich nochmal mit und dann geht's weiter. So, hier ist das Bauernhaus ganz in der Nähe. Und da besteht die Schwierigkeit nur darin, wir müssen den Schlüssel finden. Und ich glaube, der kann an zwei oder drei verschiedenen Stellen sein. Treibt sich, glaube ich, ein Wolf rum. Oder es sind Hirsche. Ja, das ist ein Hirsch, meine ich. Ja. Okay. Und dort? Aus wie Wölfe. Ah, muss man vorsichtig sein. Ja, das sind Wölfe. Dicht dran. Problem ist, der Schlüssel könnte da in der Scheune liegen. Ich glaube, manchmal liegt er auch hier hinten. Liegt er im Jeep oder in so einem Pickup? Mal lieber in Deckung gehen. Schauen wir hier mal rein. Ja, müssen wir vorsichtig sein. Schlüssel. Ich bin eben nicht ganz sicher, ob die Wölfe hier reinkommen. Wenn die mich sehen.
So, ich bin ziemlich sicher, dass wir den Schlüssel dann bei der Leiche finden. Oh, noch ein Brechessen. Oh ja, klingt dicht. So, da sind wir und wir schauen gleich mal, ob es was gibt, was wir anziehen können. Noch eine Mütze. Ein paar Socken. Und das war's. Hier, da liegt eine Fackel. Okay, gut. I'm not sure I can carry much more. Rennfahrerhandschuhe kann man gleich anziehen. Die halten nicht besonders warm, aber ich glaube, dass die vor Erfrierung schützen. Schauen wir uns hier um. Well, this stuff will come in handy. Gleich mal schauen, was wir aussortieren. Gewehre für fortgeschrittene Wochen sicherlich nicht. Das in Ordnung. Oh, wir haben eine Menge Fackeln. Das kann mal weg. Da brauchen wir auch nicht zwei von. Das Seil werden wir nicht brauchen. Denn wir wollen nicht in den Kessel runtersteigen. Ja, das kann man nehmen. So, gibt's hier was Nützliches? Buch. So. Haferflocken. Nehmen wir alles. So, dann haben wir hier gleich die Vorratskammer. Oh, da gibt es eine Pfanne, sehr gut. Kartoffelsack. Wurzelvernichter. Ja, den werde ich wahrscheinlich wieder wegstellen, den brauche ich nicht.
Beton. Das war's dann hier. Okay, also dann könnte man hier so einen Riegel essen, trinken, eine Stunde schlafen. Ich glaube, dann sollten wir gleich weiter zum Haus der Mutter gehen. Denn wir haben ja keine Zeit. Wir können hier nicht rumtrödeln und die Landschaft genießen. Can you eat trees? Sondern müssen uns ranhalten. Gut, da sind die Wölfe. So, der nächste Weg hier hoch zum Haus der Mutter, der ist, glaube ich, der ist heikel. Ganz sicher, wie das war, wenn die Wölfe hier stehen, ob die dann nicht umstehen können, also dass dieselben Wölfe sind. Aber ich weiß, dass manchmal vor dem Haus der Mutter Wölfe patrouillieren, deshalb vielleicht wähle ich eine andere Annäherung. Nehme ich auf jeden Fall schon mal in die Hand. Das Problem ist nur, diese Fackel nutzt nicht viel, wenn man von einem Wolf überrascht wird. Jesus, it's cold. Schauen wir das mal von hier oben an.
Alles klar. Yay. So, jetzt vorsichtig sein. Wait, I'm so cold, I'm warming up a bit. Okay, nice. I think my stomach is... So, und ich meine, es macht Sinn, hier zu kochen, weil wir... Wir sitzen mit dem Feuerholz auf, ja. Weil wir ohnehin Licht ganz gut gebrauchen können. So. Eigentlich könnte man auch ein Buch nehmen, es gibt hier so viele Bücher. So, jetzt hauen wir die da rein. Kann man denn mit der Pfanne schon was Tolles machen? Kartoffel zubereiten. Okay. Haben wir noch eine? Ja. Man könnte noch eine Dose nehmen, aber ich glaube, das ist im Moment nicht notwendig. Ah, hier gibt es noch eine Pfanne. Dann machen wir da noch eine Kartoffel. Aber wir haben immer noch Erfrierungsrisiko. Das erstaunt mich. Warum eigentlich? So, leer, leer, leer. Okay, hier was übersehen. Ein Kochtopf.
Die hat 83, die hat 70. Und wir könnten Haferbrei kochen. Machen wir das doch. Sechzehn, achtzehn, zwölf. Okay. Oh, nice. Ja, das scheint den Mann zu füllen. So, 44 Minuten, eine Minute. Und dann können wir noch Wasser ansetzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Von den Büchern braucht man nicht so viele. Die kann man hier runter. So, Garpunkt, Schmelzpunkt, Siedepunkt. Nochmal Streichhölzer. Wunderbar. So, dann gehen wir runter. Eine Stunde, so Kartoffeln. So, wir legen hier ein bisschen nach. Dann kann man sich darum mal kümmern. Nehmen wir gleich und füllen gleich nach. Die lassen wir einfach hier stehen, beziehungsweise wir können hier nochmal Wasser
reintun. So viel Wasser werden wir nicht brauchen. Wie sieht's mit Stoff aus? Wir haben 6-mal Stoff. Weil ich die Zeit gern nutzen würde. 44 Minuten, um meine Klamotten zu flicken. Da sind wir bei 54. Das war bei 84. So. This pack is getting kind of heavy. Eine Stunde. Man, I could eat anything. 68. Eine Stunde. Nächste Kartoffel. Hier sollte ein bisschen Brennstoff noch dazu. So, schauen wir mal. 84, das sieht eigentlich alles gut aus. Hier ist, glaube ich, nicht viel zu tun. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Leider nichts für uns. Jeans, okay. Alles in Ordnung. Vielleicht hier unterm Tisch noch was? Nee. Oh. 18 Minuten. Man hier mal ein bisschen Zeug klein machen. Trees, because I'm gonna eat a tree. So, die kann gegessen werden. Dann sind
wir denn überhaupt noch so zu essen? Das hat, dass man die Möhren noch nicht irgendwie verwerten kann. Gegarte Kartoffel. Zwei, drei Fackeln können wir noch zerlegen. Und dann machen wir uns Bett fertig. So. Lohnt es sich, das noch zu machen? Wahrscheinlich nicht. So viel Wasser, oder? Ja, 14 Liter Wasser, okay. Da kann man gleich mal ein bisschen Wasser rüberlegen. So, wir haben Streichhölzer. Wir haben das, wir haben das. Die Jeans. Das. Wurzelvernichter. Die Jeans können wir gleich anziehen. Und dann gehen wir hoch. So. Kartoffel. Drink. Dann würde ich sagen, schlaf mal 7 Stunden. Wie es mit dem Sturm läuft. Wie lange der uns hindert, hier das Haus zu verlassen. I'm starving. Das heißt, ich kann die Hose reparieren. Gleich nochmal. Okay, gut. So. 9-mal Stoff in Ordnung. Dann würde ich sagen, machen wir uns hier davon. Liter ist natürlich Quatsch, so viel können wir nie mitnehmen. Ich sag mal, ablegen. So, wie sieht's draußen aus? Okay, soweit.
mal den bösen Wolf im Auge behalten. Vielleicht gehe ich besser da lang. So, der nächste Spot ist die Orca-Tankstelle. Und zwar erhoffe ich mir da noch ein bisschen Equipment. Vielleicht findet man da eine Säge. Oder den Vorschlaghammer. Nicht zu hören. Hier kommt eine Anhöhe, die mir nicht ganz geheuer ist. Das klären wir gleich. Was haben wir hier Feines? Drähte und Spuldose. Okay. Ja, wir haben das Brecheisen, deswegen gibt es kein Problem mit der Tür hier. Sehr gut. Dann, was mich auch interessiert hat, wie sieht es denn mit der Lampe aus? Wie viel Öl ist da drin? 0,54. Verstehe. Nochmal Haferflocken. Und eine Menge Chips. So, ich denke, ich leuchte das nochmal ab. Wurzelvernichter, alles klar. Nur nutzloser Kram liegt da. Stuff will come in handy. Nicht wirklich.
So, schauen wir uns hier um. Genau das habe ich gesucht. Sehr gut. Ja, die Bügelsäge ist natürlich ein richtig, richtig guter Schritt nach vorn. Das bedeutet, was uns jetzt noch zum Schmieden fehlt, ist der Hammer. Nice. Ordentliche Schuhe. So. Da kann man nämlich sofort darüber nachdenken, ob man die Schuhe repariert. Die haben 50. Ja, die zerlegen. Jetzt eine Stunde 15. Können wir uns gleich aufwärmen. Und kann man die jetzt reparieren? Sehr gut. So. Ja, es pfeift immer noch ganz schön da draußen. Aber ich denke, wir machen hier den Abflug. Wir haben hier natürlich noch nicht alles gesehen, ist klar. Meine Idee ist ja, so schnell wie möglich in Richtung Rätsel zu kommen. Ich glaube, auf die Art und Weise schafft man das ganz gut. So. Dann gehen wir zur Kletterstelle. Park von Milton. Und wenn wir dann auf der anderen Seite da runterkommen, dann müssen wir ein bisschen auf den Wolf achten. Gotta warm up somehow. Ja, ich überlege, was ich am besten ablege. Hier kann man natürlich noch reinschauen, kann auch wirklich noch machen. So. Ich glaube, die Bücher werden da rauslegen. Oh ja, Tee. I wonder if I can drop any of this gear. Gut. Schauen wir mal. Wir haben das. Also wenn wir einen noch umlagern, ist doch in Ordnung. Das kann weg. Warum sind wir so überladen?
Das Seil haben wir ja nicht mehr, oder? Naja, die Lebensmittel wiegen ganz schön. Sehen wir schon, wir haben 27,7. Die Sticks legen wir ab. Ich fürchte, wir sind immer noch ein bisschen schwer. Da hinten ist der Wolf, glaube ich. Oder? Ist das nur ein Baumstumpf? So, das Ding ist, wir haben noch keinen Schlafsack. Und deswegen könnten wir hier nicht gut campieren. Man könnte sich eine Schneehütte bauen. Aber... dann sitzen wir wieder im Kalten. Das heißt... ich werde hier kurz in die Höhle reingehen. Schau mal, ob es hier die Streichhölzer gibt. Ja, die gibt es. Was gibt es ansonsten? Nicht viel. Das lasse ich jetzt alles erstmal weg. Wir sind so ungefähr bei 40-45% Erschöpfung. Ich glaube, das ist ja nur ein kurzes Seil, da kommen wir hoch, aber ich will trotzdem noch ein bisschen was aus dem Rucksack rauslegen. Ich will nämlich nicht riskieren, hier plötzlich an dem Seil zu hängen. So, brauchen wir nicht. Kohle brauchen wir nicht. Büchse brauchen wir nicht. Stein brauchen wir nicht. Ja, es müsste klappen. Wie viel haben wir jetzt? 22. Dann mal los. Schön, dass wir die Lampe haben. Damit kommen wir dann gut durch die Höhle und können dabei gleich ein bisschen Kohle sammeln. So, und ich denke, das ist jetzt unser dritter Tag. Ich denke, wir sind ganz gut angekommen. Was jetzt so ein bisschen
nervenaufreibend werden könnte, ist die Suche nach dem Hammer. Ich hoffe, ich finde einen hier im Gebiet des Rätselsees. Rockkolben lasse ich jetzt mal weg. Werde ich jetzt nicht sammeln. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten für den Hammer. Ich glaube, im Försterturm kann einer liegen. Ich meine, dass auch in der Trapperhütte einer liegen könnte. Im Lagerbüro habe ich, glaube ich, noch keinen gesehen, aber möglich, dass es da auch einen gibt. Und im Katerstaudamm genauso. Gibt es einen, weiß ich aber nicht ganz genau. Das wären jetzt erstmal die Locations, die ich absuchen würde. Und wenn das alles fehlschlägt, wäre mein nächster Gang Pleasant Valley. Um zu schauen, ob man dort den Hammer findet. Denn so schnell wie möglich die Schmiedeausrüstung zusammenzubekommen, finde ich absolut essentiell, damit man Messer und Beil und auch die Pfeilspitzen craften kann. Denn im Moment sind wir hier quasi ohne Werkzeug und Waffen unterwegs. Und das wird sehr mühsam. Ich finde, mit der Bügelsäge haben wir schon einen guten Schritt nach vorne gemacht, aber das reicht noch nicht. So, ich schaue hier nicht so ganz genau. Ich will nicht zu viel Lampenöl verschwenden. So, und in diesem Bereich der Höhle gucke ich nochmal etwas genauer hin. Hier findet man häufig Kohle, ja. Und Kohle ist in diesem Spiel beinahe Gold wert, weil man sich damit sehr schnell aufwärmen kann, wenn man sich draußen bewegt. Und ein, das dann auch in wirklich brenzligen Situationen hilft, wenn es extrem kalt ist, hilft die Kohle, wenn man einen geschützten Ort hat, um sich ein kleines Feuer zu machen, hilft dann enorm. So. Da sind wir. Jetzt bin ich gespannt, ob wir einen Hammer hier finden. So, gleich mal die Lampe anmachen. Hütte des Pelzjägers. Ah, eine Lupe. Das ist auch ein wertvoller Fund. Dosenöffner, bin ich mit zufrieden. Ja, das sind alles tolle Sachen. Aber
Leider kein Hammer. Gut, dann schauen wir mal hier in den Schrank rein. Das können wir gleich mal checken. Das ist also die 10. Würde ich sagen. Zehn vierunddreißig und null. Das brauchen wir nicht sofort. In Ordnung. Das sieht nicht mehr so gut aus. Wäre riskant beim Essen. Dann Salz, Mehl. Die Möhre können wir ohnehin nicht benutzen, also nicht nutzen. What else? Das kann weg. Schießpulver. Dann in Ordnung. Und das sind Materialien zum Craften. Die können wir mal hier rein tun. Leder. Das und das. Und ich glaube, das kann dahin. Ja, okay, da sind wir ganz gut angekommen. Ich glaube, ich würde den heutigen Abend mal fasten. Wobei, einen kleinen Snack kann man durchaus essen, bloß kochen muss man nicht. Kann ich dann noch was machen? Ja, gut. So, wir sind jetzt bei 10 Grad. Winddichte und Wärmebonus. Okay. Gut. Ja, ins Journal wird man noch schauen. Der dritte Tag und das bedeutet, 2 Tage haben wir geschafft. Okay. Dann werde ich was futtern. Und zwar, was haben wir hier Kleines, Feines? Ich würde sagen, gucken wir mal nach Verbrauchs... Ja, hier genau. Nehmen wir einmal das und einmal das. So, wir trinken. Ja, und dann soll es das für diese Runde gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.